Hallo, ich sitze in der Küche, wie man sieht, heute ein bisschen früher, als ich eigentlich wollte, aber ich habe gelernt, wenn es dunkel wird und man nur noch künstliches Licht hat, ist meine fantastische Actioncam nicht in der Lage, einigermaßen naturnahe Farben abzubilden, also muss ich heute früh essen. Ich werde heute was essen, und zwar was es mir empfohlen wurde vom Dominik vor ein paar Wochen, ein paar vielen Wochen inzwischen, wenn ihr es hier seht. Ich habe es mir bald gekauft, nämlich hier. Das indische Butterchicken mit Huhn, völlig überraschend. Wie käme man auf die Idee, wenn Chicken draufsteht? Von YouCook. Von YouCook habe ich ja schon ab und zu mal was gegessen. Ich glaube, drei Sachen bisher. Die waren gut bis sehr gut. Also konnte man essen. Sind auch nicht die ganz billigsten, kosten bei 4 Euro. Man gibt's, findet sie beim Rewe, wo sonst kann ich ehrlich nicht sagen. Da findet man sie aber. Ist also eher schon die wertige Sache. Für 420 Gramm 4 Euro. Boah, kann man im Lidl doppelt essen. Naja, also, dann wollen wir doch einfach mal. Und ich werde es jetzt mir erstmal einen Teller und alles Mögliche holen und dann esse ich das. Aber ich lese das mal schnell vorher. Fertiggericht aus Hähnchenbrustfilet in Tomaten, in Tomatensauce nach indischer Art gewürzt und Reis. Reis ist immer gut. So wird er in der Mikrowelle. Beide Schalen, das kann ich ja machen, wenn ich es getan habe. Ich werde das erstmal mehrfach einstechen und dann in der Mikrowelle. Oh, da kommt eine Katze. Hallo, Wurzel. Schauen wir mal, wie es geht. Wo bin ich? Moment, Mikrowelle 4 Minuten. Schälchen. Beide Schälchen oben mehrfach einstechen. Das kann ich ja mal vorführen. Hier sind dann die Schälchen. Moment. Schälchen mit Reis. Schön, oder? Schälchen mit meinem Hähnchenbrustfilet. Nicht ganz so sexy zum Anschauen, aber geht schon. Ich mache jetzt natürlich einen Teller zum Draufstellen. Dann nehme ich einen schönen flachen. Und jetzt erstmal schnell einstechen. Messer, vielleicht brauchen, wer weiß. Ich hoffe, die Kamera steht nicht falsch. Also, gucken wir mal. Ding, 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 ding. Einstechen, gut. Na, Wurzelbeli, fertig nett. Ist aber auf Kamera. Da kommt er jetzt rauf. Gut, also eingestochen habe ich ein paar Mal. Stellen wir es drauf. Wie viel habe ich gesagt? Ne, nicht ganz ideal von 700 Watt, circa 4 Minuten. Machen wir also mehr Watt und mehr Minuten, wie immer. Das kann einfach nicht schaden. Na, hast du das Futter gefunden, Katze, ja? Lass mal genau rein. 4 Minuten, ein bisschen länger. Also meine Erfahrung lehrt, länger ist nicht schlechter beim Mikrowellen. Na komm, darf ich dich mal vorführen? Mach's gleich. Hallo, Wutzen. Schau mal, da ist eine Kamera. Ja, nicht so ganz interessiert. Aber macht ja nichts. Unser kleiner Wutzi. Du bist ein Süßer. Hä? Willst ein bisschen was? Wie wär's? Klappt ja nicht. Also, gucken wir nochmal. Wie gesagt, Fertiggericht. Klar, in zwei Dinge. Aus Hähnchenbrustfilet, Tomatensauce, indischer Art gewürzt. 42% gegarter Reis, 14% Hähnchenbrustfilet auch gegart, 10% Tomaten, alles mögliche, Paprika, bla 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 bla. Eine, pro 100 Gramm 144 Kalorien, das kommt jetzt eher wenig vor, fast schon. Und eine ganze Portion 600, das ist gar nicht mehr so viel. Hähnchenbrustfilet in Tomatensauce 240 Gramm, gegarter Reis 180, macht 24, wie gesagt, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Dann gucken wir mal, jetzt mache ich mir schnell eine Milch. Während wir hier reden und die Katze mümmelt. Hallo, guten Morgen. Na du? Ah, gebe ich mir heute wieder voll krass die Vanille. Und außerdem schon mal, weil es einfach einfacher ist beim Essen, ein Suppenteller. Da kann man einfach das Zeug besser reinstürzen, ohne dass es einem vom Teller kippt, weil dieses, also wie mir Dominik im Foto gezeigt hat, geht das schon, dass man es einigermaßen
Naja, es ausschaut wie auf der Packung. Auf der Packung haben sie es auch getrennt. Upla, abgebildet. Aber ich mische dann immer gerne, weil das einfach einfacher ist und praktischer. Und natürlich ärgert man sich nicht so, dass es dann ausschaut. Na, jetzt bist du ja doch Nassfutter. Schön. So muss das sein, Katze. Ja, schauen wir halt mal. Also es hat wirklich einigermaßen ausgegeben auf dem Bild, was ja bei Fertigessen, wie man weiß, nicht unbedingt immer der Fall ist. So, wie gesagt, es gibt vom guten Wutz, wer es sehen möchte, zum Beispiel das Katzenkompost-Video. Da ist er mit seiner Mutter zu sehen. Und einmal hat er sich, wie er sich in meine gebrauchte Schlafunterhose reinschnüffelt. Ups, das doch ganz gut, habe ich da doch ein paar Minuten länger gemacht. Wo er dann ganz berauscht auf meinem Bett sich regelt. Kann man auch anschauen. Ja, und von YouCook, wie gesagt, es gibt 3 Folgen im Social Eating, wo ich schon mal was gegessen habe. Findet ihr sicher, wenn ihr sie sehen wollt, schaut sie einfach, ich freue mich, vielleicht bringt euch ja irgendwas. Na, bist du fertig? Nein, jetzt geht es zur Milch. Der sind ja auch Milch, der weiß halt, was gut ist. YouCook kann man, habe ich gesehen, 4x Daumen, 1 Monat bis 6 Wochen hält es aus im Kühlschrank, man muss es nicht gefrieren. Das ist eigentlich relativ lang auch für so ein Angebot. Ja. Das hätte ich vielleicht ein paar mehr Löcher reinstecken sollen noch, hä? Flop. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Also man kann es auch im Herd zubereiten. Einfach dann, das finde ich auch immer so spannend bei so Sachen. Dann heißt es einfach, kipp's einfach nahe und rühr um. Ja, dann sieht es mit Sicherheit nicht so aus wie auf der Packung, wenn ich es schon beim Zubereiten mische. Aber wir werden es ja gleich sehen, ob es mir schmeckt. Ich hoffe doch schwer. Hm? Ja. Wo kommt denn dein Dreckfleck auf dem Rücken schon wieder her? Und weg ist er. Hm, nicht ganz. Vielleicht kommt jetzt noch jemand vorbei. Die Katzenklappe ist ja hier ums Eck. Da können sie frei rein und raus. Das ist halt so ist mit Katzen, die sich mal an eine Katzenklappe gewöhnt haben. Gott sei Dank. Na du? Piepsi, piepsi. Ne? Also riechen tut schon mal nicht schlecht. Die Mikrowelle lebt auch noch. Das ist auch gut. Keine Ahnung, was da jetzt geploppt hat. War wirklich so. Hier sieht man das Ganze am Köcheln. Fleißig, heiß ist es, würde ich sagen. Auch probiere ich erstmal den Reis rauszunehmen. Aua. Was steht denn hier gleich? Das Soße, dann die Schälchen mit Reis auf den Teller stürzen. Ah, stürzen. Gestürzt, ja, funktioniert. Hält eigentlich ganz gut, wie man hier sieht, schätze ich. Schiebe ich mal ein bisschen zur Seite den Reis, locker ihn ein bisschen auf. Der ist schön pappig vom ersten Anblick her. Schauen wir mal, ob er auch heiß ist. Jo, heiß genug auf jeden Fall. Jetzt wird es spannend. Das soll man daneben anrichten, die Soße mit Gemüse und Fleisch. Und ich hoffe, Soße schwimmt da ganz schön ordentlich rum. Hier, neben anrichten. Das ist leichter gesagt als getan. Oh doch, hat geklappt, ganz gut eigentlich. Also wie man sieht, es war eine kluge Entscheidung, einen Suppenteller zu nehmen, weil ich doch ordentlich den Rand hier schon benetze, aber nicht überschritten habe. Und ich muss sagen, ja, das sieht wirklich eigentlich doch ganz noch einigermaßen appetitlich aus. So, wie esse ich das jetzt am klügsten? So geteilt, ganz nobel oder mischig? Ich probiere jetzt einfach mal. Zum einen schauen wir mal, wie heiß die Soße ist. Gut heiß. Das reicht. So, dann nehme ich jetzt mal ein ganz zart eins dieser Stücke da. Ein kleineres Stückchen. Wie man sieht, ein eher nicht so großes. Probieren wir das mal. Also es zergeht jetzt nicht auf der Zunge, ist aber schön weich und bissig. Und diese Tomaten. Tomatensoße nach indischer Art gewürzt, die schmeckt nicht schlecht. Und Reis natürlich. Alles da. Der Reis schmeckt ein bisschen nach leerem Reis, wie es so sein muss wohl. Also werde ich jetzt doch einfach mischen, weil es ist einfach schöner so zu essen, finde ich. Wäre jetzt vielleicht ein Löffel nicht verkehrt gewesen, aber jetzt stehe ich auch nicht mehr auf.
weil mit Messer und Gabel flüssige Ingredienzien zu mischen ist ein bisschen natürlich limitiert kompatibel. Also wie man sieht, Zubereitung einfach, funktioniert gut. Was rausstürzen hat auch funktioniert. Ich bin ganz, ganz begeistert von meiner Fachkompetenz. So. Und jetzt haben wir das alles schön gesaut, die Soße auch einigermaßen gut unter den Reis gemengt. Nicht so ganz perfekt. Da soll ja nicht so viel übrig bleiben, weil die ja echt einen guten Eindruck macht. So, und jetzt kann ich das Messer, glaube ich, langsam weglegen, wobei die Hühnstücke kann man fast schneiden, so wie sie da sind. Jetzt muss man auf die Abbildung schauen. Ja, kann man nicht interpretieren, ob die alle so groß sein sollen. Ups, und hab natürlich den Tisch beglückt auch gleich. Ich werde einfach dazu. So, und jetzt dann wollen wir mal. Nehme ich mal so ein geschwenkter Reis. Schmeckt sehr gut. Also es ist ein bisschen... Oh, ich bin ein Saubär. Und ein Ticken mild. Also wer scharf mag, ist hier glaube ich nicht so ganz richtig. Sie ist schon würzig, aber nicht scharf. Das ist ganz sicher nicht. Kein Curry in der Hinsicht. Das macht aber nichts. Muss ja nicht immer alles sein. Ja, ist schon ganz appetitlich. Ja, habe ich ein bisschen Paprika mit drin. So, und jetzt wollen wir mal ein Stück mit, ein ordentliches Stück mit dem, das ist mir ein bisschen zu groß, hier ein Stück mit Reis und mit Huhn. Ja, das ist lecker. Also das haut, ich muss jetzt, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, boah, das haut mir um. Es ist, trifft meinen Rahmen, meinen Erwartungsrahmen. Der da sagt, you cook, schmeckt alles gut. Auf jeden Fall. Aber überraschend kann es mich jetzt nach ein paar Mal auch schon nicht mehr so wahnsinnig. Das heißt, es ist einfach gut. Also viel Fleisch, aber ich meine, das sind schon echt große Brocken. Ne? Schmeckt doch gut. Also dieses Hähnchen, was das mal war, das hat in seinem, nach seinem Ableben dient es, erfüllt seinen guten Zweck. Erfüllt meinen Magen. Jum. So, also das also die Brocken sind fast ein bisschen groß. Wie gesagt, ich könnte sie jetzt schneiden, aber ich esse jetzt einfach so. Da hat man aber auch ordentlich was zu kauen dann. Ja, also wie vorhin festgestellt, es kostet ungefähr das Doppelte eines typischen Lidl-Fertigessens. Wobei ich gerade gar nicht weiß. Lidl hat auch asiatische Gerichte inzwischen. Da habe ich noch keins ausprobiert. Muss ich mal auch nachholen. Beim Aldi gibt es aber welche, die sind auch gut. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen können, das schmeckt doppelt so gut wie ein Aldi oder Lidl Asiengericht. Aber es schmeckt gut. Also wer, ich sage jetzt mal, wertigere Arbeit, ich meine, es sieht schon ein bisschen schöner aus, auch die Außenpackung natürlich, wobei die isst man natürlich nicht, die sieht man nur. Der macht hier nichts falsch. Jetzt kommt die Mutterkatze vorbei. Hallo. Na? Ja, Mutterkatze. Na, ach komm. Zu heikel heute. Hallo. Die ist ja immer noch sehr komisch. Die lässt sich nur ab und zu streicheln. So. In Essensnähe geht es einigermaßen. Na, schau es mir jetzt zu. Nichts für dich. Ja, wie man sieht, ich bin durch. Wackeln. Ich kann sagen,
ist gut. Also, wir hätten mal irgendwie vor vielen, vielen Folgen anfangen sollen, so eine Art Rangliste zu führen. Ist aber natürlich schwierig im Laufe von jetzt, sind es doch schon gut über 2 Jahre, wo ich sowas hier veranstalte, sich alle Geschmäcker zu merken. Also, ich glaube nicht, dass es jetzt einen Podestplatz haben würde. So weggeflasht bin ich auch nicht, aber es war gut. Es war einfach nur gut. Ja, na, jetzt geht's doch. Also, was sagt sie? Dann kann ich also nochmal sagen, wie gesagt, New Cook, Indian Butter Chicken mit Huhn, völlig überraschend. Kriegt man beim Rewe, kostet 4 Euro normalerweise. Kann man gut essen. Wir haben auch noch, ich glaube inzwischen sind es 7, 8. Also es sind auf jeden Fall, sie haben mehr Gerichte in den letzten Jahren hier in diese Form gebracht. Wir haben am Anfang waren es 4, jetzt müssten es mindestens 7 sein. Das kann man schon mal alles mögliche ausprobieren. Gut, ich bin satt tatsächlich und sage jetzt einfach, wenn ihr immer noch dran seid, bis zum nächsten Mal. Tschüss.